Hi und herzlich willkommen zurück bei Pio Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir machen heute ein etwas anderes Video. Also, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Hier seht ihr schon unser Model für heute. Ja, der gute alte Tom Nook und alle Animal Crossing-Spieler wissen das natürlich, wer dieser Typ hier ist. Und ich kenne auch so ein paar Eigenschaften von ihm. Und ja, wir probieren heute in Sims 4 Tom Nook als Sims zu kreieren. Und ja, ich habe mir so gedacht, weil ich ja jetzt bald anfange, ein paar Sims-Videos auf meinen Kanal hochzuladen, wie connecte ich das mit meinem Lieblingsthema Animal Crossing? Und ja, habe mir das jetzt so überlegt und bin ganz gespannt, wie unser Sims dann am Ende aussehen wird. Also viel Spaß bei dem Video. So, und hier könnt ihr ihn ober mir auch sehen. Ich habe mir jetzt diesen Tom Nook in dem Outfit ausgesucht, weil ich mir denke, da können wir ein cooles Outfit auch nachkreieren in die Sims 4. Und ja, das ist jetzt einfach so ein zufällig generierter Sims, der hier daneben steht. Und wir fangen mal an mit dem Namen. Ich gebe mal den Namen ein. Er heißt natürlich Tom und im Nachnamen Nook. Und ja. Dann hat er schon mal einen Namen, der Gute. Und wir fangen einfach direkt mal an. Ich bin so gespannt, wie der am Ende aussehen wird. Als erstes fangen wir mal an mit Hautton. Er hat ja eher einen warmen Hautton. Oh ja, ich glaube, das ist es. Dann machen wir da so ein paar verschlafene Augen. Das. Ja gut, der hat Augenringe, aber verschlafen sieht schon aus, oder? Oh, das auch vielleicht. Nee. Ja, obwohl, das war eigentlich schon nicht schlecht. Ja, blaue Augenfarbe natürlich. Tom Nook hat ganz blaue Augen. Ja, ich habe leider diese dunkelblauen Augen hier nicht zur Auswahl. Aber ich glaube, die tun es auch ganz gut. So ein Bart. Tom Nook hat eigentlich keinen Bart, aber ich glaube, es wird ihn als Sims schon ziemlich gut stehen, so ein Bart. Ja, und in braun, dunkelbraun. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So, Augenbrauen. Hat er zwar auch nicht, aber wir können jetzt nicht einfach die Augenbrauen weglassen, das wäre auch komisch. Ja, ich glaube, das passt gut. Immer so ein paar buschige Augenbrauen. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. So, die Nase ist eher so eine Spitznase. Also, mal gucken, ob wir da eine gute finden. Wir können die eigentlich auch noch hier in der Detailbearbeitung so ein bisschen spitzer machen. Aber ich glaube, das passt eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, das können wir direkt so lassen. Bei den Lippen brauche ich eigentlich gar nichts ändern. Er hat auch ein eher ein rundes Gesicht. Das passt auch ganz gut. Vielleicht machen wir ihm die Ohren ein bisschen größer. Oh Gott, nein, nicht so groß. Nicht so groß. Ja. Okay, ich mache sie noch einen Ticken kleiner, okay? So. Ja, das können wir lassen. Das können wir lassen. Er hat große Ohren. Also, das passt ja. Das passt ja. So, und es sieht eigentlich eh voll süß aus, irgendwie. Augenhammer, Stirn könnte man ein bisschen runder machen, eigentlich. Oh. Ich möchte bitte die Stirn ändern. So. Ja, ich glaube, so passt es. Gut, dann kommen wir zur Haarfarbe. Ich glaube, von der Frisur her und von der Haarfarbe her, also Frisur her, werde ich Custom Content verwenden, weil ich bei den Frisuren einfach voll der Custom Content Fan bin, weil es einfach immer so cool aussieht, wenn die Haarstruktur so ein bisschen realistischer gemacht ist. Und ich habe hier ja auch ein paar, ich habe jetzt nicht allzu viele, aber ein paar habe ich. Mach hier mal kurz. Oh, nein, das wollte ich nicht. Gibt es da kein Dunkelbraun? Nicht wirklich. Ja, das gibt's. Aber das sieht eigentlich ziemlich süß aus. Was macht man denn für eine Frisur Tom Nook? Das ist halt auch schwierig. Weil diese Frisuren sehen alle gut aus. Ich glaube, unser Tom Nook wird echt gut aussehend. Die wird auch gut passen. Oh ja. Da würde man gern durch die Haare wuscheln. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich süß, die Frisur. Okay, unser Tom Nook wird echt. Ich glaube, da wird echt ja, gut aussehen. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. So, ich glaube,
ich würde das Gesicht eigentlich direkt so lassen, oder? Was meint ihr? Hat doch ein paar Ähnlichkeiten mit Tom Nook, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das passt. So, jetzt zum Outfit. Das wird interessant, ob wir da so einen Pullunder finden werden, wie es unser liebes Model da oben auch trägt. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, ich habe vorher nicht geguckt, ob ich dafür passende Klamotten habe. Ich wollte eher spontan danach suchen, aber wir werden es herausfinden, ob wir sowas haben. Ich gehe mal unter Pullover. Ja. Oh, werden die roten Dinger gelb? Das wäre dann so perfekt. Das wäre so perfekt, aber vielleicht finden wir noch was Besseres. Das ist doch auch gut. Das ist auch gut. Wir könnten ihm auch mehrere Outfits machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, ich mache ihm mehrere Outfits, damit wir da so ein bisschen Variation drin haben. Dann brauchen wir eine schwarze Hose. Ja. Eine schwarze, schlichte Hose. Er hat ja eine ziemlich enge Hose. Oh, wir brauchen eine enge Hose. Okay. Oh, ich habe aber keine hautengen Hosen. Obwohl die... Nein. Das lass mal. Einfach eine, ja, schlichte schwarze Jeanshose. Das passt doch, oder? Nö, einfach schlicht, bitte. Einfach schlicht. Mit nichts dran. Gibt's sowas nicht? Gibt's die in schwarz? Die Schuhe muss ich mal kurz wegmachen. Ja? Das passt doch. Obwohl wir müssen, Tom Nook ist ja ein bisschen pummelig, also müssen wir unseren Sim auch ein bisschen pummelig machen. Ja, das ähnelt. Diese Geste. Das passt eigentlich ziemlich gut. Schuhe. Tom Nook trägt keine Schuhe. Ich würde ihm jetzt einfach irgendwelchen schlichten Schuhe geben, mit dem er auch auf der Insel gut herumlaufen kann. Ja. Ich gebe ihm einfach so, ja, so ein paar... Ja, genau. Die Bergschuhe in schwarz. Ich glaube, das passt ganz gut. Vielleicht auch in braun. Ja, gut. Ja, Outfit Nummer 1 steht. Machen wir noch ein zweites Outfit. Und zwar hätte ich gerne so eine Bluse. Er trägt ja auf dem... Also jetzt, wenn man ihn jetzt so anguckt in New Horizons, trägt er ja diese eine Bluse. Die habt ihr auch am Anfang von dem Video gesehen. Mal gucken, vielleicht finden wir was. Ich glaube nur nicht, dass ich im Sims so viele Blusen habe. Wir werden gucken. Also Blusen, ihr seht, gibt es nur die Auswahl. Aber wir gucken jetzt nach Hemden. Vielleicht so ein grün kariertes, das wäre es doch. Ja. Gibt es kein kurzes? Oh, das würde ihn halt auch stehen. Gibt es in grün? Er liebt ja grün. Der gute alte Tom Nook. Der war ja immer schon grün in allen Animal Crossing-Teilen. Seit ich mich erinnere, hat er immer grüne Sagen getragen, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht hier nicht komplett was Verkehrtes. Die ist eigentlich ganz süß, aber ich hätte die gerne in kariert. Ja. Genau. Vielleicht haben wir noch was anderes. Das vielleicht. Gibt es nicht in grün. Doch. Gibt es den Grün? In dem Grün. Naja, ich glaube, ich nehme die. Und dann hat er ja so eine braune Cargo-Shorts an. Kurze Hosen. Gucken wir mal. Die hier. Oh, die wird passen. Ja, die gibt es auch in der perfekten Farbe. Ja, guckt ihn euch an. Dann gehen wir eben wieder seinen Bergschuh. Obwohl, er hat eigentlich schon solche Bergschuhe an. Das passt eigentlich direkt. Das Spiel weiß, was ich mache anscheinend. Das weiß es. So. Also wir haben jetzt zwei Outfits, dann geben wir ihm jetzt auch alle anderen Outfits auch noch. Ich erfinde die jetzt einfach. Ich weiß, er hat kein Abendoutfit in Animal Crossing, aber so wie ich ihn mir halt vorstelle, so werde ich ihn jetzt anziehen. Ich glaube, das ist so perfekt, oder? Das ist voll das, was er gerade anhat. Also in echt, nur fehlen diese... diese Karo-Dinger vorne. Aber das passt voll. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann eine schwarze Hose dazu. Das passt auch. Ja. Guckt. Er ist glücklich. Ihm gefällt's. Das ist so perfekt. So Sportkleidung. Macht Tom Nook Sport? Ich denke nicht. Aber wir improvisieren jetzt einfach mal und geben ihm ein Sportoutfit mit so einer kurzen Hose. Oh mein Gott. Ach, herrje, es ist so schön. So, Tom Nook, was würdest du beim Sport tragen? Ich weiß es nicht.
Es ist schwierig. Ich glaube, ich gebe ihm eher so eine lange Hose, oder? In grün. Also ist ja schon grün. Naja. Ja, ich gebe ihm so eine lange Hose und dann irgendein T-Shirt dazu. Ja, perfekt, es ist eingesteckt, das passt. Aber es gibt es halt nicht in der richtigen Farbe, voll schade. Gibt es irgendein anderes T-Shirt, das er einsteckt in die Hose? Nö, nicht wirklich. Weil wir können ihm auch so eine Jacke geben. Gibt es die in grün? Ja, ich glaube, wenn Tom Nook zum Sport genötigt wird, dann wird er sowas tragen. Ja. Irgendwie voll süß. Schlafoutfit. Oh, schwierig. Auch wieder sehr, sehr schwierig bei ihm. Ich glaube, er wird was Warmes tragen. Oh ja. Gibt es den in grün? Oh ja, perfekt. Perfekt. Und irgendwie eine Hose dazu. So eine Schlafhose passt eigentlich eher auch perfekt. Oh Gott, ja. Tom Nook. Tom Nooks perfekte Schlafhose. Und dann geben wir ihm mal diese Kaninchenschuhe. Ich finde die irgendwie süß. So, Partykleidung. Stellt euch mal Tom Nook bei einer Party vor. Dann würde er sowas tragen. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, da gebe ich ihm jetzt auch so ein Karohemd. Wenn ich eins in grün finde. Das ist das, was er eigentlich schon trägt beim normalen Outfit. Das ist nicht gut. War mal was anderes. Oh, gibt es das in grün? Ja. Ja, perfekt. Die Brille muss ab. Tom Nook, du hast keine Brille. Du brauchst keine Brille. Du hast perfekte Augen. Du brauchst keine Brille und auch keine Ohrringe. So, Hose. Eine schlichte Hose auf jeden Fall in der passenden Farbe brauchen wir die noch. Gibt es da eine passende Hose dazu? Ich hoffe, ja. Aha. So. Ja, die passt doch. So ein bisschen Hochwasserhose. Grün passt Tom Nook auf einer Party. Perfekt. Aber Tom Nook, ich würde dich gerne einladen. Ich wirklich. Also ich hätte dich gerne bei einer Party dabei. Wirst du vielleicht auch mal ein bisschen entspannter. So. Und wenn es eine Poolparty ist, gibt es jetzt noch eine schöne Badehose obendrauf. Ah. Ich glaube, Tom Nook ist jemand, der ein T-Shirt tragen würde am Pool. Deswegen würden wir ihm jetzt auch ein T-Shirt geben. Aber bei der Hose weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. So, die. Ja, perfekt. Und wir ziehen ihm noch ein T-Shirt obendrauf an, weil... Nee, nicht so ein kurzes, normales T-Shirt einfach. Ein normales T-Shirt, bitte. Ja, gibt es das in einer richtig coolen Farbe? Nö. Und das? Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass es so viele Sachen gibt, die zu ihm passen würden. Es gibt... Oh ja. Gibt es die auch wieder nur in diesen Farben? Ich glaube, dann nehme ich einfach schwarz und er hat eine grüne Badehose. Das passt dann eh. Sind seine Farben auch wieder drin? So heißes Wetteroutfit. Schwierig. Ich glaube, auch irgendwie... So. Ja, so. Ja, genau. Ich glaube, auch irgendwie ein Hemd. Ein kurzes Hemd. Vielleicht das? Ja. Das sieht doch gut aus. Und die noch in einer anderen Farbe. In so einer... Ja, genau. Und dann bekommt er nochmal seine Bergschuhe. Wo sind sie denn? Da. Aber die sind ein bisschen so hoch. Ja, die. In grün. Perfekt. Ich mache ihn halt einfach nur grün. Aber er hat ja auch immer nur grüne Sachen an. Also das passt schon. Und heißes Wetteroutfit. Oh, Tom Nook, was hast du jetzt für Piercings im Gesicht? Hübsch. Aber wir machen die mal weg. Haben wir das in grün? Oh ja. Oh ja, das schreit doch nach Tom Nook. Und dann brauchen wir noch eine Hose. Am besten eine schwarze Hose. Gibt es die in schwarz? Perfekt. Der Gürtel auch. Es passt perfekt zu ihm. Jetzt hat der Riegel auch noch oben. Sowas. So. Und dann noch ein paar schicke Schuhe. Perfekt. Perfekt. Ich bin ein Fan von unserem Tom Nook. Er ist jetzt
fertig angekleidet und ich glaube, am ähnlichsten ist das Outfit zu dem Model und wo war es nochmal? Wo ist es? Da, die zwei sind echt nah an unserem Model dran. Dann müssen wir jetzt noch kurz sein Bestreben hier einstellen. Und zwar finde ich, dass am passendsten ist eigentlich das Vermögensbestreben herrlich reich. Ich finde, es passt zu ihm einfach am besten, oder? Weil ich meine, ja, Beliebtheit, naja, eigentlich eher nicht. Essen könnte zu ihm passen. Wir sehen ihn einfach nur nie essen in Animal Crossing, also eher nicht. Sport, nein. Und Natur auch nicht, weil er sitzt ja die ganze Zeit immer nur in seinem Service Center. Dann können wir auswählen, was er gerne mag. Ich finde, bei Farben würde grün auf jeden Fall passen und braun. Und was er jetzt hasst, kann man eigentlich gar nicht sagen. Deswegen, ja, er mag braun und grün. Ja, Musikgenre. Schwierig. Was passt denn zu ihm? Naja, eigentlich Inselmusik, wenn man sich so denkt, wir wohnen auf einer Insel in Animal Crossing, dann ja. Machen wir Inselmusik. Und vielleicht Klassik noch? Ja, mach mal Klassik. Diese Gesten immer. Aktivität. Was mag er denn für Aktivitäten? Ja, wir könnten sagen, dass er zum Beispiel Fitness nicht mag. Ja, genau, das ist die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Okay, und dann noch die Deko. Keine Ahnung, vielleicht zeitgenössisch? Ja. Ich meine, wir müssen das... Oder basic. Machen wir basic. Basic passt. So, und bei seinen Merkmalen wählen wir... Er ist ziemlich selbstsicher, das passt zu ihm. Dann ein Perfektionist ist er auch. Das passt auch. Und, oh ja, es passt einfach perfekt. Materialistisch. Habt ihr diese Geste gesehen? Einfach Tom Look. Wartet, ich muss es nochmal sehen. Oh mein Gott, das passt einfach so gut. Ja, Leute, das ist unser Tom Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Es ist ganz was Neues. Wir können das noch mit allen anderen möglichen Charakteren machen. Mit Melinda zum Beispiel oder mit Eugen und Euphemia. Das wäre ja auch richtig, richtig cool. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das fandet, ob ihr da gerne mehr davon hättet. Und ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald und ciao!